Let's go. Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rust. Ja, mit dem Natrixer, der neben mir steht, mit dem Sturmwolf, der schon irgendwo um die Bude rennt. Servus. Ja, und wir gehen mal so Richtung Raketenbasis. Mal schauen, wie weit wir kommen mit unseren Klamotten strahlungstechnisch. Beziehungsweise, wer uns so über den Weg läuft. Der ist schon wieder am Holzhacken da, oder was? Ja. Na gut, ja. Guck mal, die schön die Oberarme frei, hä? Schön auf dicke Hose machen hier. Ja, klar. Na klar. Da komme ich nicht immer so 100 mit. Hallo? Hallo, vorsichtig mit dem Baum. Lass den Baum da auf mich fallen. So, jetzt hier musst du ein bisschen aufpassen, ne? Bei der Butze. Sind das eure Schlafsäcke? Ne, die können wir eigentlich mal wegmachen. Wollten wir letztes Mal schon. Da eh noch ein Schwert hier. Ne, so nah nebeneinander schlafen wir eigentlich nicht. So. Wo ist er denn hin? Da hinten. Bin ich eigentlich der Einzige, der den Armbrust bei hat, ja, oder? Bin der Einzige. Ja. Ach, guck mal, die ist auch weiter gewachsen da hinten. Jetzt auch schon ein Fenster drin. Wo ist der Wolf denn hin? Ach, da unten. Ich sammle Mushrooms. Mushrooms. Na, da ist auch noch welche. Ich nehme lieber den Stoff mit. Da vorne ist nochmal eine Butze. Der die mit dem Fenster. Wollt mir Rocket Launch oder Kraftwerk? Ja, aber wir gehen jetzt mal Rocket Launch. Wir können die Straße dann zum Kraftwerk nehmen. Ah. Ist ja beides hier an der Ecke. Na, die sind auf jeden Fall auch aktiv. Die haben da was vor der Bude stehen an Stoffen. Zack. Das ist eigentlich schon mal direkt in Bandagen umwandeln in das Zeug. Na, wer schießt hier ohne Vorwarnung? Da war eine Gitarre, ey. Das ist ein Zeichen, dass ich hier heute nur Gitarren finde. Ja, hat sich erledigt. Was denn? Strahlung. Ja gut, dann nehmen wir die Straße. Mal gucken, was hier oben ist. Yeah, Bärenfell. Sau geil. Ja, aber vielleicht kommen wir da hinten, wo der Turm ist, vielleicht. Da können wir mal gucken. Auf dem Berg ist auch eine Putze. Jungs, kommt hier. Ja? Sollen wir hier reingehen? Ich gehe hier rein. Ja, gut. Ja, sieht ja schon mal nicht schlecht aus hier. Ja, da kannst du. Da passiert nichts. Also, der mit dem meisten Lootglück sollte den Turm nehmen. Da ist auf jeden Fall eine Waffenkiste, wenn einer da ist. Ach guck mal, da oben steht auch schon eine Kiste. Also.
Quatsch. Na gut, dann nehme ich den Turm. Was habt ihr jetzt davon? Na, ist leer. Bradley. Panzer. Mhm. Von hier, vom Dach. Ja, das zusammen im Lauf. Ich denke, das hat ja mehr Sinn. Ja, ich denke auch. Mal lauf ran. Also hier war ich noch nie, ey. Nichts, ja. Das stirbt langsam mäßig hier. Ja? Ja, sag mal. Warte, hey, hängst du im Kanal fest? Ja. Bist du dick, immer. Hier auf dem Balkon ist normal eine Kiste immer. Aha. Nee, ist nicht da. Gehen wir noch eins hoch. Hat jemand die Tür von euch ich zugemacht? Ich hab's dazu. Ja, ja, ja. Mach die immer zu, was ist so drin? Ich war schon so oft hier, ne? Aber ich war noch nie in dem Gebäude hier. Ja, das ist jetzt ein bisschen tricky. Ist hier drauf und dann da hoch, wenn es klappt. Aber wenn es nicht klappt, fahre ich runter, ne? Na, fast. Wer hat mich denn jetzt geschubbt? Ja, ist, ja, der erste ist weg. Aber nichts passiert. Da ist eine Leiter, du kannst eigentlich direkt wieder hier hoch. Mhm. Ach, das gibt's auch gar nicht. Ja. Guck mal, hier vorne musst du nur gucken. Hier ist nochmal eine Kiste immer. Was heißt denn hier vorne? Ah, hier, hier siehst du mich. Hier vorne irgendwo. Ne, hier oben ist nichts drauf. Ja, dann ist sie nicht da. Da unten ist der Bradley. Sieht ihr uns hier oben, ne? Nee. Nee. Also gehen wir wieder runter ins Gebäude. Jo. Wenn ich da ist die Tür. Die auch noch, ey. Ja, wenn dann alles, ne? Aber hier in den Räumen, da hätten sie ruhig auch was reinpacken können. Hier sind auch sonst überall Kisten und die sind schon gelootet. Kisten und Fässer stehen hier immer. Naja, ist klar, dass hier alles weg ist. Na, Waffenkiste. Oh, Kaffeedosenhelm, sehr schön. Könnte ich immer kotzen, wenn da so ein Kack drin ist. Wieso? Kaffeedosenhelm ist doch gut. Ja, aber Waffenkiste. Verstehst du? Waffenkiste. Ja, klar. Ja, echt, ey. Wenn so eine scheiß Waterpipe ist, ey, aber Waffenkiste, Kaffeedosen, ey.
Klar ist der nicht schlecht, aber wenn er denn jetzt mit dem scheiß Wolfskopf, den er von Apfel und Ei... Hier kommt jemand rein, glaube ich. Danke, ich sehr direkt Englisch. Habt ihr die Seps auch gehört? Ja, ja, hab ich gehört, Dings. Ich geh mal scout. Müssen an den Heli denken, der knallt jetzt ja, voll ja, ab. Ich weiß, ich weiß. Hört sich auf jeden Fall so links an, ne? Seid ihr raus? Na, ich bin hier vorne noch. Ich bin gerade im Kreis. Lass mal ins Haus gehen, der Heli. Ja, komm. Ladies first. Haha, sagt die eine Lady zur anderen, oder was? Ja, dann Alter vor Schönheit. Ja, da kann ich leider nie widersprechen, so wie meine aussieht. Psst. Ich glaube, die kommen jetzt hier durch das Lüftungssystem. Gut, ich habe die Tür im Auge. Ich nehme die Tür mal von hier aus. Das sind auf jeden Fall mehrere. Ja. Ja, vor der Tür ist einer lang gelaufen. Die sind vor der Tür. Sturmwolf, du bist im Lüftungsschacht, ne? Nicht mehr. Nee, nee, steht neben mir. Ja. Ist von links nach rechts gegangen, vor der Tür. Ja, komm, wir gehen hier durch den Lüftungsschacht hinten raus. Okay. Wo wollen wir hin? Gute Frage, wo kommen wir hin jetzt hier? Also wir können entweder geradeaus in das Gebäude gehen oder wir gehen halt raus aus der Launchzeit. Na, was soll's, gehen rüber, komm, los. Und zu und durch. Mit die Tür zu machen. Ja, weil es ja S-Bahn groß geworden, ne? Naja. Nicht drängeln hier. Ah, hier ist eine Kiste. Hallo, kannst du mal in der Hocke gehen? Spitzhacke.
er will nicht mehr in die Hucke. Ja, so ging's mir vorher auch. Das ist aber bestimmt, weil du so nah hinter mir huckst. Ach, was. Bekommt ihr das hin, Jungs? Scheiße. Hör mal deine Kiste für ohne Scheiße, er geht nicht mehr in die Hucke. Was stimmt mit ihm nicht? Komm, geh mal runter, geh du vor, ey. Geh in der Hocke schon hoch. Ja, hab ich ja gemacht. Ich komm nicht mehr in die Hocke jetzt. Der lässt mich nicht mehr. Der Natrix sei schuld. Geh mal ganz runter, lass mich nochmal runter von der Leiter hier. Mann, 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 ey. Mann. Ich komm hier nicht von der Leiter. Kommst auch nicht von der Hocke, ne? Du musst erstmal in der Hocke ein Stück nach rechts oder links gehen. Ich könnte ja sagen, ich komme runter, aber ich sehe es gar nicht rein. Bringt dir auch nichts, weil wir kommen unten dann auch nicht weg, wenn ich mehr in der Hocke komme. Na und jetzt kommen noch welche hier, das passt auch, ey. Das ist, kommst du auch nicht in der Hocke, oder was? Doch, jetzt. Oh. Hier laufen draußen welche rum. Naja, ich weiß. Der Bradley kümmert sich gerade drum. Komm auch nicht. Ja, dann geh mal einen Schritt nach rechts oder links. Dass ich auch ja, Moment, ich muss hier erstmal jetzt. Ja, super. So, vielleicht komme ich ja dann auch wieder in die Hocke rein. Das ist ein bisschen verpackt, ne? Ja, weil du die ganze Zeit auf der Leiter bist. Komm. Alter. Jetzt ernsthaft, oder was? Boah, was ist denn der Tastaturbefehl dafür? Alt, oder was? Ja. Hm, nee, ST. Nicht euer Ernst, oder? Jetzt, ach hier, guck mal, alt geht. Jetzt geht's wieder. Mein gut, ich probier's nochmal. Ob's oben jetzt auch geht. Ah, du musst drück mal Leertaste, wenn du oben bist, und dann STRG. Hast du gesehen? Das ist ja einmal ganz kurz. Drück mal Leertaste. Nee. Ja, jetzt hat's das da fast. Also, wo ich ganz oben war, ging's Leute, mit Leertaste. Leute, ey, was ist denn jetzt los, ey? So, kannst du jetzt mal ausprobieren. Sobald ich mich bewege, geht er hoch. Alter, ohne Witz. Das ist doch nicht normal. Hier, siehst du? Also ich muss ich Spultknopf drücken, oder was? Soll ich mal hochgerannt kommen und dich anschieben? Ja, meinst du, das hilft was? Na, warte mal. Na, ja, der killt da schön die Leute, weißt du, da könnte man ein bisschen was abgreifen, nein. Hier, also ich will ja nichts sagen, die müsste irgendwo bei uns in der Nähe sein. Oh, ich bin durchgekommen. Alter. Space-Taste und Bück-Taste und Sprint-Taste. Ist doch nicht normal, sowas. Geht doch ganz einfach. Hab ich auch noch nicht gehabt, ey. Hier rechts ist sonst auch immer eine Kiste, aber die ist auch nicht da. Wie viel Scrap habt ihr? Scrap? Gar nichts. Gar nichts. 8. Ja, 26. Wir haben nix zu verlieren. So hin. Ah, recht. Das Richtung Kraftwerk, die Straße. Hm? Ja. Hier geht man, kommt ja, man zu. Können wir runter. Ich bin sonst immer die andere Seite rein, deswegen. Kann da nicht vorbeigehen. Was machst du denn jetzt hier? Verwirr mich nicht so. Hubschrauber, ne? Ja, ich höre schon. Ja, wir müssen nur weit genug von der Langzeit weg und uns dann ausziehen.
Ach, die 3er Radiation steckt die voll weg. So ungefähr jetzt. Sind da eine Holztür ohne Schloss oder was? Ja, ich nehme den Stoff hier eben mit. Ist da durch. Machen wir auch schon eine Riesenputze, ja. Ja, das ist nicht die, die wir von uns auch sehen? Na, ich glaube, das ist ein bisschen weit weg. Ach, du ahnst es nicht. Bist du down? Nee. Ich habe noch 7 HP. Komm mal her, ich habe ein paar Verbände. Ja, brauchst du nicht, habe ich genug. Ich habe hier bestimmt 1 Million Stoff im Inventar. Lass mich nochmal eben hochholen. Legen die einfach eine Mine dahin, ey. Unglaublich, ne? Arschlöcher. Stoffprobleme bekommen wir auch keiner. Ne, hier nicht, ne. Ecke. Erster Stoff bisher. Ist ja nicht normal. Ist immer so, wo Schnee ins andere Dingens übergeht. Andere Biomen, das ist ja immer Stoff ohne Ende. So. Ich muss mich aber jetzt trotzdem erstmal hochheilen. Bevor wir irgendwie da. Hier sind auch Steine, lose Steine ohne Ende. Ja, lass mal ein bisschen hier verstecken am Stein, so Open Field. Ja. Ist ungesund. Hast du recht. Ich glaube, unser Lockvogel läuft ja noch darum. So, hier die ist ja auch weg. Also, zack. Dachte erst, das wäre ein Geschütz, was mich da abknallt, aber. Ja, normal bin ich so ein Mensch, der immer in die Dinge reinrennt. Habe ich aber auch immer auch Bärenfallen und so ein Scheiß. Unglaublich, die sehe ich nie, ohne Witz. Ja, da achtest du auch nicht drauf, wenn du so am Rumrennen bist. Na. So, ich bin voll. Wir können. Einmal ins Kraftwerk. Jo. Na gut, hier bei der Meiler brauchen wir gar nicht erst reingehen. Ist ein bisschen außen. Obwohl, ich habe so viel Stoff, also ich kann locker rein. Dauerheilen. Ein Suit wäre halt schön. Da kannst du einfach mal die scheiß Dinger da hoch. Da stehen immer so viele Kisten rum. So, jetzt kann ich mal ankündigen hier oder was? Ja, aber. Na, ich weiß nicht, ob du drunter her überhaupt laufen kannst. Probier mal aus. An der Seite kannst du normal, kannst du hier vorbei, ja. Sehr schön. Nee. Ich muss alles zurück. Ja, muss auch so rum. Die Pillen, wie viel machen die? Muss auch so, kann ich dir nicht sagen. Einmalig 25, glaube ich. Genau, steht da drauf, aber du brauchst auf jeden Fall dann Wasser auch. Super, eine Bandage. Wollte ich mich hier echt. Ja, und Wasserfass. Jawoll. So, war schon oben hier? Nee. Aber hier ist. Ist alles zu. Ist drüben auch zu? Oh, drüben ist auf. Waffenkiste. Laptop. Ja. Noch so ein Ding. Nein, wir regen uns nicht auf.
Hier ist auch immer was. Das ist ja wie nach unten. Rückzug. Naja, da kommst du auch nicht weit, ne? Ne. Ich weiß nicht, wie. Aber wir haben kein Licht, ne? Hat einer Licht von euch? Nee, ne? Ich hab eine Fackel dabei. Gib mir her. Oder hier? Obwohl, kann er da runtergehen, ist ja egal wo. Gucken. Kleinen Blick wenigstens kurz riskieren. Hier kommst du gleich wieder raus. Ja, hätte sein können, dass irgendwas rumsteht. Ist hier? Das ist dicht. Da musst du vorne rechts, glaube ich. Hier links, ja. Oder links, ja. Jetzt kommen wir in einem Gebäude raus. Ja, das ist ja da, wo wir gerade waren, ja. Ich könnte natürlich, wenn wir jetzt zurückgehen, mal so kamikaze-mäßig einfach die Meiler hochrennen und gucken, ob ich was runterbekomme. Na. Wie gesagt, Wasser und Pillen vielleicht. Nee, man versuchen kannst es. Also. Im Prinzip brauchst du nur Wasser, das reicht schon zum Runterhalten. Du hast halt sehr viel Wasser. Ja gut, dann muss er. Wir haben ja eine Kiste. Hause. Ich gehe mal drüber hier. Auf den 6 Dingern ist eigentlich auch immer eine. So nicht mehr genau welcher, irgendeine außen hier. Ja, da hinten ist die Waffenkiste. Go, go, go! So, mit Ansage jetzt, was nehmen wir denn? Oh. Wir wollten mal, wird mir reichen. Ah, ne, kriegst du ja, glaube ich, gar nicht in der Waffenkiste, oder? Keine Ahnung. Bäm! Ja, super. SMG-Teil. Zweite. Ja, müssen wir mal eine SMG finden. Jungs, wo seid ihr hin? Ja, ich also bin ich, hier. Wie gesagt, ich war bei den 6 Dingern hier gegen, nebenan von dir. Nee, bin ah ich ja, schön. Ich bin hinter dir. Da brauchst du nicht hoch, war ich schon. Ist immer nur eine Waffenkiste auf den 6 Dingern hier. Ja gut, sonst ist ja hier nicht mehr viel, ne? Gebäude kommen wir nicht hoch, das ist natürlich auch schade. Da ist eigentlich auch immer ganz gutes Zeug noch. Ja gut, sollen wir jetzt mal die Straße runter, oder was? Könnten wir, ja. Also zum Schnee da nochmal runter, die Straße. Einmal außen rum da, ne? Nö, jetzt hier so rechts hier die Straße runter halt. Ich meine, hier Handschuhe. Haben wir jetzt Handschuhe, ganz wichtig, Handschuhe. 19 Scrap ist ja jetzt nicht irgendwie... Wo sollte er denn hin? Da seid ihr. Ja, da gehen wir wieder zur Launch-Site, wo ihr gerade seid. Ja, aber ist ja nur bereit Fässer. Ah, okay. Habt ihr Platz im Inventar? Ja, ich habe noch komplett frei. Hier, nimm das mal. Das. Hat ja nur auch noch Platz. Ich mache mir noch 100. Ja, ich mache mir noch ein paar Bandagen, warte. Der Kaffeedosenhelm, wichtig. Ja, nämlich. Bisschen Holz, das. Brauchst du noch Stoff oder hast du genug Stoff? Stoff habe ich mehr als genug. Das. Ich kann nichts mehr aus meinem Inventar schmeißen, was ist das denn? Hallo. Ne, das ist ja buggy, so wie ich nicht in der Hocke gehen konnte. Das ist so eine Holzhütte. So, was ist denn noch wichtig? Das kannst du noch mitnehmen. Das lasse ich mal an. Der Rest ist ja klar. Nicht wichtig, wenn nein, ich ablust. Nein. Gott. Das ist alles gut. Guck mal, da ist noch eine Kiste. Ja, probiere ich mal mein Glück. Let's go. Boah. 19, der 20. Meiler. Ja, probier mal dein Glück. Ganz vergessen. Wir können ja mal kurz hier warten. Ach nee, lass es. Das hat
Nee, geht nicht. Ja. Gar keinen, so, gar keinen ja. Sinn. Ja, geil, ich bin bei 220. Der habe ich auch vorhin gehabt, 250. Und dann, das Schöne ist, da kannst du ja nicht mehr laufen, ne? Nee. Erst wieder, wenn du unter 100 bist. Hier lang müssen wir, oder? Ja. Ja, wir können in die Straße nochmal gehen, ne? Aber wir müssen eh kurz warten, bis du wieder ein bisschen, damit du wieder laufen kannst. Das sieht aus. Geil, ne? Hat jemand Holz? Da vorne ist jemand. Rechts, ja, der kam rein. Ich hab Holz. Wo bist du? Der springt da hoch. Ich glaube, der geht scrappen. Ich sehe nur grau. Was brauchst du? Lagerfeuer? Nee, mach mal einen Schlafsack, bitte. Krieg ich auch hin. Der war alleine. Ja, wir können ja gleich... Wir können ja hier warten. Wo ist er denn reingelaufen? Von hier oder was? Ja, und zwar hier vorne in das erste Gebäude oben rein. Ja, dann muss er ja hier gleich wieder rauskommen. Dann können wir ja... sehen, Wolf. Ich habe mich hier im Busch verbarrikadiert. Wollte eigentlich eben kurz den Schlafsack geben. Ich weiß, ich hätte noch legen können, aber bin faul. Ach Quatsch. Na, hier geht's eh noch nicht. So, halte ich mich auch mal eben. Ja gut, 32 Minuten, damit sind wir am Ende einer Folge. Bedanke mich fürs Zusehen. Joa. Bisschen Action haben wir gehabt, mehr oder weniger. Aber auf jeden Fall ganz interessant, da die Launch-Zeit und so. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.